Ja, also ich fand, erste Halbzeit haben wir jetzt nicht so ein gutes Spiel gemacht. Haben wir vorne, finde ich, nicht so Zugriff bekommen. Gerade wenn wir vorne angelaufen sind. Jetzt ich als Stürmer, wurden wir zu leicht überspielt. Aber ich denke, dass wir das in der zweiten Halbzeit viel, viel besser gemacht haben. Vor allem läuferisch und spielerisch haben wir viel besser nach vorne gespielt und haben dann auch die Lösung nach vorne gefunden, wie wir halt diese kompakte Abwehr von Altona knacken können. Und ich denke, mit 3 zu 0 kann man auch zufrieden sein und sagen, dass das am Ende doch eine sehr gute Leistung war. Die letzten Spiele von unserer Seite sind wirklich eigentlich gute Spiele. Wir spielen das wirklich sehr gut. Wir sind zwar ein junges Team, aber trotzdem spielen das wirklich fußballerisch sehr gut. Man hat es auch gesehen, wir haben auch heute Lübeck dominiert in der ersten Halbzeit. Also fußballerisch kam da von denen irgendwie nicht so viel, meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, dann steht man da unten drin, hat viel Pech. Und dann ist das wieder so ein Ding links hinten, dass wir da wieder so ein Gewuseltor durchbekommen. Und das, ja, das entspricht einfach der letzten Wochen, der letzten Spiele, dass wir da irgendwie so Dinger kassieren. Aber ich bin trotzdem guter Dinge. Gerade auch die erste Halbzeit zeigt, was für ein Team wir sind und wie gut wir eigentlich auch zusammenspielen können. Wir müssen da halt, weil wir so ein junges Team halt auch noch sind, einfach dranbleiben, einfach konzentrierter sein. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass das was wird. Ja, es lief halt in den letzten Wochen jetzt auch nicht so gut für mich mit den Toren. Ich habe halt immer viel gearbeitet für die Mannschaft und so, aber mit den Toren hat es jetzt nicht geklappt. Umso mehr freut es mich, dass es heute geklappt hat mit dem Tor. Auch für Naht, der lange verletzt war. Und dann den Elfmeter reinmacht, freue ich mich sehr. Und zum Tor, ja, da muss halt ein Stürmer stehen in der Mitte. Ne, und die Flanke kommt auch gut und dann freue ich mich sehr über das Tor. Also im Spiel gegen meinen Ex-Club ist es natürlich immer was Schönes. Man sieht viele Gesichter, man möchte immer gut spielen, gut dastehen. Und ja, da sind viele Emotionen dabei. Und natürlich auch Respekt gegenüber den Spielern. Man kennt viele Gesichter, wie gesagt. Aber natürlich haben wir da versucht, 100% zu geben, auch ich. Ich habe mir die Seele aus dem Leib gerissen. Da, wie gesagt, am Ende hat es nicht gereicht, das ist schade, aber trotzdem bin ich froh mit der ersten Halbzeit. Das ist eine gute erste Halbzeit gewesen, wirklich, also muss man einfach sagen. In den letzten Wochen lief es jetzt nicht so gut für uns, ne? Und deswegen kann man halt vielleicht sehen am Anfang, dass wir halt ein bisschen unsicher waren. Aber ich fand dann nach und nach, gerade auch Anfang zweiter Halbzeit und dann, dass wir halt viel besser reingekommen sind und dann das auch ehrlich gesagt abgezockt gemacht haben, die Tore gut herausgespielt haben und am Ende war es dann völlig verdient der Sieg.